Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben in den letzten Stunden über die Darstellung von Zahlen und über das Rechnen mit Zahlen gesprochen und haben eigentlich immer ganze Zahlen betrachtet. Gell? Also wir haben dann gesagt, naja, ganze Zahlen, das ist dann ein Zahlenkreis und keine Zahlengerade. Und haben außer Acht gelassen, dass es ja nicht nur ganze Zahlen gibt. Gell? Also es gibt nicht nur Zahlen, mit denen wir Schäfchen zählen können, gell? Oder ja, oder Geld zählen, gell? Ganz wichtig. Gell? Also das Zählen ist eine wichtige Sache, aber es ist nicht die einzige Sache. Gell? Und ihr habt ja Physik und Chemie gemacht und Biologie, gell? Und ihr habt dort ja, Dinge berechnet, die man nicht mit ganzen Zahlen darstellen kann. Gell? Also ihr habt auch, ja, oder auch in der Mathematik habt ihr Zahlen gesehen, die ja, die rationale Zahlen sind zum Beispiel, gell, rationalen Zahlen, die man mit Brüchen darstellen kann, gell, also so Zähler durch Nenner, gell, das sind die rationalen Zahlen, gell, gell, oder eben Brüche oder ja, Dezimalzahlen, gell, mit ja, mit einer endlichen Anzahl von Nachkommastellen oder mit einer periodisch werdenden Nachkommastellen. Gell? Also die Nachkommastellen, die sich irgendwann dann immer wiederholen. Gell? Wenn das nicht der Fall ist, gell, dann sind das irrationale. Gell? Und die rationalen und die irrationalen Zahlen zusammen, gell, die ergeben dann die reellen Zahlen. Gell? Also die reellen Zahlen sind als etwas, das sind dann auch so die, ja, in der Dezimaldarstellung, gell? Also Zahlen, die mit Nachkommastellen haben, die unendlich lang werden, gell? Und nicht periodisch werden. Gell? Und hier hat man ja ein paar Beispiele, gell? Also die berühmteste irrationale, reelle Zahl, gell? Ist sicherlich die Zahl Pi. Gell? Also, ja, also wenn ihr mal in Pension geht und ihr langweilt euch, gell? Dann könnt ihr Algorithmen schreiben und entwickeln, die die Zahl ausrechnen, gell? Und naja, das Problem dabei ist, gell, dass die Zahl Pi ja unendlich viele Nachkommastellen hat, gell? Also da könnte man auch den Algorithmus vielleicht unendlich lang laufen lassen und würde trotzdem nie fertig werden, gell? Weil die Unendlichkeit, gell, also die beherrschen wir nicht, gell? Also weder bei den Zahlen noch in der Zeit, gell? Also wir werden ja auch nicht unendlich lang und alt und wir können auch unseren Algorithmus nicht unendlich lang laufen lassen, gell? Gell? Also die Zahl Pi wird immer über uns gewinnen, gell? Ja. Und das große Problem ist jetzt nicht die Zahl Pi, sondern das große Problem ist, dass wir auf unserem Rechner ja nicht nur die ganzen Zahlen nicht darstellen können, gell? Also wir haben ja statt der Zahlengeraden einen Zahlenkreis gemacht, gell? Und ja, und beim Zahlenkreis irgendwann ist drüber aufgekommen und Schluss, gell? Also da ist die Reihe 5 abgestürzt, gell? Ja, und bei den reellen Zahlen, gell, oder rationalen, da haben wir ein großes Problem, gell? Das große Problem ist, dass wir sie nicht darstellen können. Also bei den Rationalen kann man sich noch so vorstellen, dass man da einen Bruch definiert. Gell? Die rationalen Zahlen, die kann man ja durch Brüche darstellen. Gell? Also darstellen kann man es. Gell? Schreiben wir einen Zähler und einen Nenner auf. Gell? Zehner und Nenner sind aufgeschrieben und damit haben wir den Bruch aufgeschrieben und damit können wir die rationalen Zahlen zumindest aufschreiben. Also zumindest in den Grenzen, wo man den Zähler und den Nenner auch aufschreiben können. Gell? Werden sie zu groß, dann ist wieder vorbei. Aber das Problem beginnt beim Rechnen. Gell? Und zwar, unsere Prozessoren, die haben ja schon mit der Subtraktion Probleme gehabt, gell? Und haben das dann mit dieser Komplementbildung machen müssen. Und das Rechnen mit Brüchen, gell, das geht schon mal gar nicht. Gell? Also das könnte man zwar softwaremäßig dann lösen, gell? Also einen Bruchrechner schreiben. Das könnte man mal machen, das wäre eine nette Sache, gell? Also einen Bruchrechner schreiben. Gell? Aber das Problem ist, dass das Software ist. Gell? Wir müssten dem Prozessor beibringen, Bruchrechner, gell? Und da haben wir ein Problem. Gell? Das geht nicht so einfach. Gell? Und das schon bei rationalen Zahlen. Gell? Und jetzt denkt es an die reellen Zahlen, die mit unendlich vielen Nachkommastellen, gell?
die nicht periodisch wären. Ja, wie soll man die überhaupt aufschreiben, wenn wir nicht wissen, wie wir sie aufschreiben sollen? Wie soll man dann damit rechnen? Gell? Das ist ein Problem. Gell? Und das ist ein Problem, das hat man nicht wirklich gelöst. Gell? Es gibt zwar so Bibliotheken, gell, die mit Zahlen und mit dargestellten Zahlen, gell, aus der Mathematik dann rechnen können, gell, also mit Brüchen und so, aber das ist alles Software, das ist nicht Hardware, gell. Und die Hardware, die hat ein Problem damit, gell. Und jetzt geht man das nicht wirklich lösen, sondern man sagt einfach, naja, ist ja kein Problem, wir nähern uns einfach an, gell. Also das ist ja, das ist wie beim Brunnenbau, gell? Also in der Bibel ist auch gestanden, dass man da ungefähr halt so, ja, das Biv ist mit 3 Jahren genähert worden und dann hat man halt so die Steine ausgerechnet, gell? Okay? So, ja, also die Ingenieure, die nehmen das auch nicht immer so genau mit den Nachkommastellen, gell? Mhm. Gell? Und da ist man in der Mathematik dann eben so pragmatisch gewesen, gell? Dass man die Zahlendarstellung im Rechner dann einfach angenähert hat, gell? Und man hat dann etwas definiert, das sind die Gleitkommazahlen, gell? Und die Gleitkommazahlen sind eine Darstellung von Zahlen, mit denen man dann Zahlen mit Nachkommastellen eben definiert. Und das ist jetzt etwas für euch nicht ganz Neues. Das kennt ihr von der wissenschaftlichen Notation der Taschenrechner, gell? Also wenn ihr so einen, ja, wissenschaftlichen Taschenrechner habt, gell? So etwas da, gell? Okay. Also ja, das ist eher ein altes Teil, gell? Das war auch früher nicht so genau, gell? Inzwischen sind programmierbare Taschenrechner verboten, gell? Also solche Taschenrechner, die können das, gell? Also da gibt es diese Darstellung der Zahlen, gell? Die schaut dann eben so aus, dass man eine sogenannte Mantisse hat, gell? Und dann geht man hier die multiplizieren mal 10 hoch einen Exponenten. Und der Exponente, der kann positiv sein, gell? Also da wird dann das, ja, die Kommastelle nach links geschoben, gell? Also immer mit 10 multipliziert, gell? So wie groß wie der Exponent ist, gell? Und umgekehrt, wenn es negativ ist, gell, dann wird eben durch 10 dividiert und das heißt also, dass die Kommastelle nach rechts geschoben wird, dann in die andere Richtung. Gell? Mhm. Gell? Ja. Und das kennen wir schon, gell? Also wenn ihr da in Chemie da mit den Molen gerechnet habt und so, gell? Also da habt ihr dann auch eingeben müssen, so und so viel mal 10 hoch minus so und, oder mal 10 hoch plus so und so viel. Gell? Also und wenn man da etwas gemacht hat, hat man zum Beispiel gesagt, ja, Mantisse 1,2, gell? Oder viele sagen, Mantisse muss mit 0 beginnen, also 0, irgendetwas, gell? Oder 1,2 mal E minus 2, gell? Was ist dieses E? Dieses E bedeutet genau das da, gell? 10 hoch den Exponenten, gell? Also ist 1,2 mal E minus 2 wäre mal 10 hoch minus 2, gell? Also dividiert durch 100, gell? Also Gleitkomma, also die Kommastelle geht um 2 Stellen nach links, gell? Also das steht dann 0,012. Oder umgekehrt, 1,2 mal E hoch, also nicht mal E, mal 10 hoch 2, gell, ist da mal 100, also wird 1200 daraus, gell? Mhm. Ja, und diese Darstellung, gell, also wo man eine Mantisse nimmt und dann mal einer Basis hoch Exponent, ist eigentlich die Grundlage der Darstellung von nicht ganzen Zahlen im Rechner, gell? Also das macht man und das nennt man dann eben Gleitkommazahlen und im Computer hat man dann eine Darstellung, die schaut dann eigentlich so aus, gell? Da hat man S mal M mal B hoch E, gell? Was ist denn das? Also S, das ist das Vorzeichen, also sein, gell? Upsa. Das ist das Vorzeichen und das kann eben sein minus 1 oder plus 1, gell? Und ja, und dafür braucht man ein Bit. Also plus oder minus, mit einem Bit können wir das darstellen. Und dann, ja, jetzt haben wir die Mantisse. Gell? Mantisse, gell, ist also wie das 1,2 hier, gell, in unserer wissenschaftlichen Darstellung, gell, des Taschenrechners. Und das wird multipliziert mit einer Basis hoch einen Exponenten. Gell? Und die Basis ist in unserem Rechner gleich 2.
Gell? Also, das sind binäre Zahlen. Gell? Also ist die Basis 2. Und weil wir wissen, dass die Basis 2 ist, wird sie nicht gespeichert. Gell? Also, das ist so. Also, und dann haben wir den Exponenten. Und wenn wir jetzt eine Zahl haben, was müssen wir alles darstellen? Wir müssen also das Vorzeichen darstellen. Ein Bit. Gell? Und dann müssen wir die Matrize darstellen und den Exponenten. Und ja, diese Darstellungen, die sind nicht frei wählbar. Das ist wichtig. Gell? Also da können wir nicht entscheiden, wie wir das darstellen. Gell? Also das ist gegeben. Und das ist wichtig, gell? Damit man Hardware bauen kann, damit umgehen kann. Gell? Also ich habe da oben einfach da so FPU geschrieben, gell? Also Floating Point Unit. Gell? Also diese Floating Point Unit, die ist heute normalerweise in unseren, ja, in vielen unserer Prozessoren enthalten. Gell? Also nicht unbedingt in einem Mikrocontroller für Steuerzwecke, gell? Der nur ein paar Euro kosten darf, gell? Aber in einem Prozessor, der in einem Desktop oder in einem mobilen Gerät verbaut ist, gell, dort hat man heute eigentlich immer eine Floating Point Unit, gell. Und es ist wichtig, dass diese Darstellung eben standardisiert ist, gell, damit man weiß, ja, damit die Hardware dann damit umgehen kann, weil sonst nützt nichts, gell. Aber nicht nur für die Hardware ist die Standardisierung wichtig, gell. Stellt euch vor, ihr würdet ja, Messwerte erfassen, gell. Also ihr habt ja, in der Physik, gell, also ihr geht Temperaturaufzeichnungen machen, gell. Und ihr geht es mal schon den Temperaturverlauf über das Jahr und die Jahrzehnte dann betrachten, dann ist wichtig, dass die Darstellung dieser Zahlen standardisiert ist, gell. Weil wenn ihr das aufschreibt in einer Datenbank oder einfach in einer Datei, gell, in einer Datei aufschreibt, gell, stellt euch vor, ihr habt eine Software, geht die Messwerte erfassen, dann geht ihr sie irgendwie verschicken und dann geht sie verarbeiten und dann passt es nicht mehr zusammen. Die Software, gell, und die Hardware, die das erfassen und dann verschicken, das, ja, die stehen dann im Widerspruch, gell, und das geht dann nicht, gell. Und ja, das ist dann eigentlich nicht gut, gell. Also muss man das standardisieren. Und ja, da gibt es so ein paar Standards, gell, aber jetzt wirklich der wichtige, gell, ist dieser IEEE 754 und was davon abgeleitet worden ist, gell. Und wenn wir uns das mal anschauen da, gell, dann sehen wir, aha, das ist da eben 1985 da und dann geht es so weiter da 2019, gell. Und ja, wenn wir da mal hinuntergehen, gell, dann sehen wir genau das, gell, also eine Zahl, eine Gleitkommazahl ist also das Vorzeichen mal Matrize mal Basis hoch Exponent, gell. Und ja, hier ist die ganze Erklärung, was man hier speichert, was man nicht speichert, gell. Und interessant ist jetzt da die Darstellung, gell? Und zwar, sie sprechen hier von einfacher und doppelter Genauigkeit, gell? Also von Single oder Double, gell? Also für uns, gell, wenn wir da hineingehen, gell? Also Single oder Double, sind dann die Datentypen, gell? In Java oder auch in C, gell? Eben die Float oder die Double, gell? Und wenn wir jetzt einfachheitshalber einfach mal das Float nehmen, 32-Bit, dann ist das das, was in diesem IEEE 754 Standard die einfache Genauigkeit ist, Single, gell? Also dort haben wir 32-Bit, gell? Also 4 Bytes zur Verfügung. Und mit 4 Bytes kann man dann noch ein paar Zahlen darstellen, gell? Und zwar ist es das so, dass wir ein Bit für das Vorzeichen brauchen. Die Basis brauchen wir nicht speichern, weil die Basis ist 2, gell? Also geht man sie nicht speichern. Also bleiben 31 Bit für Exponent und Matrize. Und für den Exponenten verwendet man 8 Bit, für die Matrize bleiben also 23, gell? Und ja, die 8 Bit, gell? Also die sind also der Exponent und damit geht man den Exponenten jetzt einteilen in einen positiven und negativen Bereich, gell? Ein positiver Exponent geht unsere Zahlen strecken, gell? Okay? Und ein negativer Exponent, gell? Also 2 hoch minus irgendetwas, gell? Das geht dann in den Bruch und die Zahl wird gestaucht, gell? Also die wird dann betragmäßig kleiner, gell?
Und ja, das geht man dann so darstellen und dann hat man eben hier einen Wertebereich, gell? Der geht dann von minus 126 bis plus 127, gell? Minus 126, gehen wir dann stauchen, gell? Also mal 2 hoch minus 126 bis eben strecken, gell? Mal 2 hoch 127, gell? Das da ist dann eben die Größenordnung, die sich ergibt, gell, die kleinste Größenordnung, gell, wenn man das jetzt umrechnet, gell, wenn man das darstellt, gell, also die 2 hoch minus 126, gell, dann, achso, dann kommt 0 heraus, ja, das nützt jetzt wenig, gell, bräuchte eine andere Darstellung. Okay, habe ich falsche Darstellung. Auf jeden Fall sind wir da in einer Größenordnung. Gell? Wenn ihr das mit dem Taschenrechner macht, machst du das mal mit dem Taschenrechner. Gell? Dann kommt ihr da auf diese Größenordnung circa. Gell? Ja. Und das ist jetzt die Zahl, die betragsmäßig am kleinsten ist mit unserer Darstellung mit 32 Bit. Gell? Umgekehrt, wenn man eben die 2 hoch 127 macht, dann kommen wir auf die 10 hoch 38, gell, und da kommen wir dann so auf die größten Darstellungen hin. Gell. Also das sind die Größenordnungen, die wir haben, gell, wenn wir 32-Bit-Zahlen nehmen. Gell. Wir können also Zahlen darstellen, die gehen hinunter bis 10 hoch minus 38 ungefähr. Gell. Also hier habe ich ja, eine Darstellung, ich kann es dir hier nicht mehr darstellen mit diesen Befehlszeilen, Taschenrechner, gell? Ja, vielleicht könnt ihr hier mit einem Aufruf noch ein bisschen nachhelfen, aber das habe ich eigentlich nie probiert. Mhm. Gell? Und umgekehrt, gell? Kann man jetzt 10 hoch 38, gell? Als größte Darstellung, 10 hoch 38 ist es nicht klein, gell? Ist eine große Zahl, gell? Aber es kann auch Dinge geben, gell? Die man mit 10 hoch 38 nicht mehr darstellen kann. Jetzt ist das eigentlich nicht das Problem, gell? Weil mit 10 hoch 38, das ist eine Zahl mit 38 Nullen. Das Problem ist häufig ein anderes. Das Problem ist, dass ich hier nicht so viele Ziffern aufschreiben kann, weil die gültigen Ziffern, das sind ja die, die ich hier davor habe. Und die Frage ist, wie viel kann ich hier aufschreiben? Gell? Und das ist ein Problem, gell? Weil wenn ich 10 hoch 38 als größte Zahl habe, dann müsst ihr 38 Ziffern aufschreiben können und sie müssen alle gelten. Aber das ist nicht der Fall. Das ist ein Problem, das ist ein großes Problem. Und das hängt jetzt davon ab, wie groß kann die Mantisse werden. Wie viel kann ich jetzt aufschreiben? Und wenn ihr das jetzt anschaut, schaut mal, die Mantisse haben wir hier aufgeschrieben. Die ist 23 Bits. Und die Frage ist jetzt, ja, wie viele Zahlen kann ich mit 23 Bits darstellen? Gell? Und wenn wir das ausrechnen, gell, 2 hoch 23, gell, da kommen wir so auf diese 8 Millionen da, gell? Und das sind so 7 Stellen, gell? Und diese 7 Stellen, gell, jetzt wenn man dann jetzt davon ausgeht, naja, wir beginnen immer mit 0, irgendetwas und so, gell, dann haben wir schon eine gewonnen, gell, dann haben wir ein bisschen mehr, gell. Auf jeden Fall, wenn wir das so machen, gell, dann bekommen wir die Anzahl der Stellen, die wir haben können. Und wenn ihr da schaut, gell, das sind eben 8 Millionen, das ist die Größe der Mantisse. Und wenn wir diese 8 Millionen hier dezimal betrachten, dann sind das diese 7 Stellen ungefähr. Gell? Also mit diesen 7 Stellen, dann ist Schluss. Ich kann dann auch schreiben mal 2 hoch 127, was ungefähr mal 10 hoch 38 ist, gell? Aber ich kann nicht weitergehen, gell? Oder ich habe nicht alle Stellen signifikant. Signifikant habe ich nur so viele, wie ich in der Mantisse darstellen kann. Das andere ist nur ein Verschieben der Kommastelle, gell? Und das Verschieben der Kommastelle, wenn ich das da weit hinausschiebe, dieses Komma, gell? Dann habe ich dann eine Mantisse, gell? Und dann habe ich ganz, ganz viele Nullen dahinter und die sagen mir eigentlich nicht viel aus dann, gell? Also
die führen dann einfach nur die Größenordnung der Zahl an, gell? Aber das ist gefährlich, gell? Daraus ergeben sich dann auch Fehler in der Berechnung. Wenn ich jetzt eine Berechnung mache und ich muss nur den Umfang des Brunnens rechnen oder irgendetwas, gell, dann ist das eigentlich nicht so ein Problem. Aber das Problem ist, wenn ich eine Operation habe, eine Rechenoperation, die sehr, sehr viele Schritte irgendwo machen muss, gell? Und es gibt eben Rechenoperationen, die sind sehr aufwendig, gell? Das geht man dann nicht so, ja, so zack, zack, und dann ist jetzt schon dort das Ergebnis, gell? Also da hat man oft wirklich sehr viele Operationen durchzuführen, und wenn man jetzt nur so eine kleine Genauigkeit hat, gell, so 7 Stellen, und dann geht man dann ganz viele Operationen machen, und da geht man immer irgend so ein bisschen eine Abweichung haben, immer so einen kleinen Fehler, ja, dann ist mit dem Ergebnis nicht weit her am Ende, gell? Das ist ein Problem, gell? Das ist ein mathematisches Problem, gell? Und da müssen sich die Mathematiker, gell, die Numeriker in der numerischen Mathematik damit befassen und darauf achten, dass die Fehler nicht zu groß werden, wenn man hier viele Schritte macht, gell? Also das ist ein schwieriges Thema, gell? Mhm, gell? Und wer ist schuld daran, gell? Der Computer ist schuld, gell? Also der Computer ist schuld, weil wir eben nur eine bestimmte Anzahl von Nachkommastellen überhaupt mitführen können. Wir können nur eine bestimmte Signifikanz mitführen, gell? Und daraus ergibt sich dann eben, dass jede Zahl, die wir raufschreiben, ein bisschen falsch ist, gell? Wir haben immer ein bisschen Abweichung, gell? Wir können nichts genau darstellen, gell? Wir können nichts genau darstellen, weil wir nur eine bestimmte Anzahl von Signifikanten Stellen aufschreiben können, und das ist ein Problem, das ist ein gewaltiges Problem, gell? Ja, da gibt es auch solche, gell, die sagen, dass der Rechner nicht rechnen kann, der arme Rechner, gell? Gell? Also der Computer, gell, kann nicht rechnen, ja, armer Computer. Ja, auf jeden Fall ist das Problem, und daraus ergeben sich jetzt dann auch so Eigenschaften, gell? Und eine Eigenschaft haben sie hier sehr schön dargestellt, wenn wir hier so auf das Gleitkommazahlen gehen, gell, da haben sie eine Grafik. Und diese Grafik soll die Gleitkommazahlen verdeutlichen, gell? Und wenn wir jetzt so Mantisse haben, gell, wie schaut denn das aus, wenn man die Mantisse hat, gell, da hat man bestimmte Anzahl von Zahlen, und dann wird das mit Basis hoch Exponent multipliziert, gell? Und wenn man jetzt nahe bei 0 ist, gell, dann hat man hier mehr Zahlen, und wenn man weiter weg geht, also die Basis hoch Exponent wird größer, es wird auseinandergezogen, gell, dann hat man dann weniger Zahlen und immer mehr Löcher, gell? Wenn man die Mantisse größer hat, gell, dann hat man rund um 0 eine größere Dichte an Zahlen. Hier ist es genauer, gell? Und weiter draußen wird es dann immer ungenauer, gell? Und je weiter wir weggehen von der 0, umso ungenauer wird es, gell? Und das ist absolut wahr. Also es heißt absolut wahr, stimmt, dass wir, je weiter wir hier hinausgehen, gell, umso größer werden die Löcher. Also die absolute Genauigkeit einer Zahl, gell, die ist hier rund um 0 am besten, gell, weil wir hier mehr Zahlen haben, eine größere Dichte. Aber es ist auch was anderes wahr. Die relative Genauigkeit, die bleibt immer konstant. Also die relative Genauigkeit ist die Genauigkeit der Zahl oder die maximale Abweichung, die ich haben kann, bezogen auf die Größenordnung der Zahl. Also wenn ich hier eine kleine Zahl habe, 0,1 oder 0,001, und ich dividiere sie mit diesem maximalen Abstand, der relativ klein ist um 0, dann habe ich eine kleine Zahl durch einen kleinen Abstand. Wenn ich aber weit weg bin, ich habe eine große Zahl, gell? Da kann ich auch einen großen Fehler machen, weil zwischen den Zahlen sind große Löcher. Aber die Zahl ist groß. Also, was ist denn der Fehler? Der Fehler ist dann maximale Abweichung, gell? Also großes Loch dividiert durch eine große Zahl, gell? Also große Zahl durch großes Loch. Und die Genauigkeit, gell? Also die relative Genauigkeit oder die relative Abweichung, die bleibt gleich, gell? Wenn ich auch rund um 0
hier ein großes Problem habe, also nein, kein großes Problem, sondern eine größere Dichte habe an Zahlen, gell, und weiter weg das Problem, dass ich große Löcher habe, gell, die relative Genauigkeit der Darstellung der Zahlen ist immer gleich, gell, egal ob ich bei 9,0 bin oder weit weg bin. Gell. Und das ist eigentlich interessant und ist auch der Grund, warum diese Arbeit mit den Gleitkommazahlen doch sehr häufig funktioniert. Gell? Also weil diese relative Abweichung, die relative Genauigkeit eben erhalten bleibt. Gell? Wenn ich auch weiter weggehe und ich habe dann größere Löcher zwischen den Zahlen, gell? dann ist die Genauigkeit nicht so wichtig, gell? Weil die Zahl ja groß ist. Gell? Ihr stellt euch mal vor, gell, also ihr habt so einen Goldschmied und der Goldschmied, gell, der geht euch ein Ringele machen und der geht es dann vergolden, gell, mit 0, so und so viel Mikro, gell, und dann sagt er, das kostet dann so und so viel, gell, und wenn er das fein macht, gell, dann kostet es nicht so viel, gell, also eben klein, gell, aber wenn der jetzt da einen Zentimeter Gold aufträgt, gell, das kann dann teuer werden, gell. Okay, also Zentimeter ist da schon viel, gell? Oder umgekehrt, gell? Wenn ihr da mal ein Haus betrachtet, gell? Und ihr schaut mal da, gell? Unten und oben die Maße, gell? Stimmt das auf einen Zentimeter genau, gell? Normalerweise nicht, gell? Also ganz unten und ganz oben, gell? Das ist nicht mehr im Zentimeter Genauigkeit, gell? Da weicht man schon oft ein bisschen was ab, gell? Und das ist jetzt Zentimeter von Goldschmidt, gell? Ist nichts mit Zentimeter, da geht mit Mikro arbeiten, gell? Beim Haus, gell? Also da sind die Zentimeter lang und halt so das, was man so akzeptiert. Man kann da vielleicht einen Fehler messen, gell? Aber das passt dann schon, gell? Und das ist eben, wenn die Sachen größer werden, das Haus ist größer als das Ringele beim Goldschmied, gell? Aber der relative Fehler, gell? Der relative Fehler ist beim Haus auch klein, gell? Wenn man hier auch einen Zentimeter abfällt, fällt niemand auf, gell? Gell? Wenn man aber beim Ringele da einen Zentimeter abfällt, geht da nicht, gell? Das ist dieses da, gell? Also diese Darstellung, dass wenn wir uns von Null entfernen, dass wir hier größere Abstand zwischen den Zahlen haben können. Gell? Ja, also das sind Gleitkommazahlen. Gell? Also hier der Zweck sehr schön erklärt. Gell? Die Standardisierung IEEE 754, gell? Wir haben jetzt das mit diesen 32-Bit mal angeschaut, gell? Also 8-Bit für den Exponenten, 23 für die Mantisse, gell? Und dann bekommen wir eben diese Größenordnung der Zahlen heraus. Hier haben wir die Darstellung, gell? Also Vorzeichen, Exponent und dann die Mantisse, gell? Ja, hier wird dann einiges diskutiert nachher, wie das sich das entwickelt hat im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte, gell? Ja, hier geht man auch auf den Null ein, gell? Also Null ist ein Problem, gell? Also da genau die Null zu treffen bei, ja, und, gell? Ja, also das wären die wichtigsten Sachen zur Verständnis der Gleitkommazahlen, gell? Also Gleitkommazahlen sind also Zahlen mit Nachkommastellen, gell? Und diese Zahlen mit Nachkommastellen, damit kann man auch rechnen, obwohl sie nicht immer sehr gut sein, gell?